Über 500 Menschen hatten sich an den beiden Veranstaltungstagen des Lavarock-Festivals auf dem Weg zu Mainer Grubenfeld gemacht, bei dem Beautiful Bunch die Gewinner des diesjährigen Lava-Contests den Opener geben durften. Also, wir haben halt bei diesem Band-Contest mitgemacht, Main im La Mirage war das. Und ja, da haben wir auch eigentlich relativ überraschend gewonnen, weil da auch zwei super andere Bands dabei waren. Aber ja, umso mehr haben wir uns da gefreut natürlich. Anschließend folgten USH für Musiker aus Frankreich, die mit ihrem Bluesrock dem Publikum weiter einheizten. In der folgenden Pause gab ein Steingeselle, der auch als Fakir auftritt, eine kleine Darbietung. Zum Abschluss des ersten Abends spielten nach kurzer Umbauzeit die hier im Umland schon bekannten Drunken Lullabies. Wenn diese Band die irischen Klänge anspielt, dann gibt es kein Halten mehr. Es wird getanzt, die Fans wirbeln umeinander und der Frontman von den Drunken Lullabies peitschte das Publikum immer weiter an. Lavarock steht allerdings für mehr als nur für Live-Rock. Lavarock ist ein Fest für die ganze Familie. Also zum einen ist es finanzierbar, ne? Also man kann auch mit einem etwas kleineren Geldbeutel hierher. Es ist ein Familienfest für groß und klein. Man kann seinen Hund mitbringen, man kann seine Kinder mitbringen. Nach zwei gelungenen Tagen zeigte sich der Veranstalter überwältigt vom Erfolg des Festivals.